Hallo und herzlich willkommen. Heute mal ein Einsteigervideo für Leute, die mit Solar Strom machen wollen. Der Tom hat mir den Auftrag gegeben, mal von meiner Sichtweise aus ganz simpel zu erklären, wie man das am besten macht. Na, was brauchen wir dazu? Man braucht einen Akku, man braucht ein Solarpanel und um den Strom dann rauszukriegen, damit wir Wechselstrom haben, wie aus der Steckdose, braucht man so einen sogenannten Wechselrichter. Das Solarpanel richtet sich nach dem Akku, den ihr habt. Ne, mein Akku hat jetzt hier 12 Volt und dementsprechend habe ich auch ein 12 Volt Solarpanel. Die heißen zwar 12 Volt Solarpanel, aber in der Leerlaufspannung haben die trotzdem 17, 18 Volt ungefähr oder sogar bis 20 Volt. Ja, davon soll man sich dich dann beirren lassen. Ist trotzdem ein 12 Volt Solarpanel. So, und jetzt könnte man, so wie man es früher gemacht hat, das Solarpanel einfach direkt an den Akku anschließen. Also Plus vom Solarpanel auf Plus vom Akku und Minus vom Solarpanel auf Minus vom Akku. Dann würde der Akku schon geladen werden. Nachteil ist halt, dass der Akku mit der Zeit sehr träge wird. Ne? Träge heißt, er ist irgendwann ziemlich schnell voll und wenn man dann Leistung davon wegnehmen will, dann ist er ziemlich schnell wieder leer, sozusagen. Ne? Die Kapazität wird dann auch immer geringer. Und deswegen wurden sich sogenannte Laderegler ausgedacht, die den Strom gepulst in die Batterie reinbringen und dann hält die Batterie viel länger. So einen Laderegler habe ich jetzt hier nicht da, weil ich bastel meine Laderegler selber. Aber wenn ihr euch da welche kauft, dann darauf achten, dass da MPPT mit drauf steht. Und dann seid ihr eigentlich auf der sicheren Seite, dass ihr das Aktuellste, was heutzutage auf dem Markt, auf dem offiziellen Markt gibt, dass ihr das dann habt. So, inoffizielle Quellen, wie unsere hier, die schwören unter anderem auf einen Akkuerfrischer. Das ist jetzt zum Beispiel so eine kleine Akkuerfrischerplatine. Die kann an den Akku angeschlossen werden und dann blinkt die hier und gibt immer Pulse auf die Batterie. Und damit geht es schon besser. Ne? Damit kann man dann schon eine Batterie und ein Solarpanel ohne Laderegler lassen. Das funktioniert dann auch, ohne dass die Batterie träge wird. Man muss dann halt nur aufpassen, dass die Batterie nicht überladen wird, weil ist ja keine Ladeabschaltung dran hier. Jetzt werden einige sagen, die Materie bei uns hier nicht so richtig kennen, ja gut, Batteriepulse gibt es wie Sand am Meer, ja, kann ja jeder, aber ich sage, nein, passet auf, nur da, wo Akkuerfrischer ne, draufsteht als Bausatz, wenn ihr euch den über eBay oder sonst woher bestellt, ist auch Akkuerfrischer drin. Ich habe viele Pulse ausprobiert ne, und die meisten gehen erst ab einer gewissen Spannung los. Ne? Und der hier, der geht bis 10,5 Volt runter, also den kann man dann auch so justieren, wie man möchte. Ne? Wenn man hier anstelle von dem Vorwiderstand einen Potti einstellt und die Größe vom Kondensator bestimmt dann die Stärke des Pulses. Würde ich jetzt den Kondensator kleiner machen, wären die Pulse nicht ganz so stark, aber dafür öfter. Ne? Und so kann man dann für jede Batterie seinen perfekten Batteriepulser zusammenstellen. Und es gibt noch ein Gimmick bei dem ganzen Ding hier. Die Schaltung ist ja damals auf Elektronikum-Bentium gefunden worden und das war an der freien Energiesparte, dieser Refresher. Ja, also den hat jetzt der Basti Easy Refresher genannt, der hat schon ein paar Platinen dafür hergestellt. Und einer dieser zwei kleinen Transistoren, also nicht der große Transistor, hier sind noch zwei kleine Transistoren dabei, da hängt das dritte Beinchen einfach in der Luft. Das ist einfach nicht mit angeschlossen. Ja, und darüber holt er sich normalerweise in Minus, den er zum Schalten braucht. Und bei der Recherche, wie er das denn trotzdem macht, kam ich dann bei Wikipedia bei der sogenannten Raumladung heraus. Ja, da stimmt wirklich, das Ding wirkt dann wie eine Antenne und nimmt dann praktisch von außen den Pol als Minus, damit er schalten kann sozusagen. Ja, es gibt einige kleine Transistoren, ja, also wenn man nicht die genau die nimmt, die da hier auf dem Schaltplan angegeben gewesen sind. Da kann es sein, dass man dann das dritte Beinchen einfach mit einer Antenne verlängern muss, dass es funktioniert zum Schalten. Und ja, also ist das eigentlich auch schon eine ganz, ganz kleine, winzige freie Energiemaschine, der zumindest
den Puls zum Schalten zum Teil aus der Luft nimmt. Kann man das so sagen, Eddie? Naja, sowas wie ein Radio, ne? Kann man jetzt ein Radio als eine freie Energiemaschine bezeichnen? Nee, eigentlich nicht, ne? Ja, aber damit hat man schon mal die Anbindung. Ja, dir gefallen die Pulse wieder, ne? Ist klar. Moment. Ach nee, warte mal. Ich habe einfach deinen Sitz besetzt hier. Na gut, okay. Dann kriegst du ihn wieder. So, dann nochmal kurz zu den Wechselrichtern. Da sollte man heutzutage darauf achten, dass er puren Sinus liefert. Ne, ganz, ganz viele, die liefern so einen Pseudosinus. Das hat dann was damit zu tun, dass empfindliche Netzteile damit richtig gut zurechtkommen. Ne, wenn man da ein sehr empfindliches Netzteil hat und keinen Sinus-Wechselrichter dran hat, dann kann es sein, dass es rumspinnt. Zum Beispiel bei Laptops habe ich das schon erlebt. Wenn man die dann an so einem Wechselrichter dran hat, dann kann es sein, dass das Touchpad nochmal funktioniert zum Beispiel. Ne, wenn da hier zugehackte Spannung rausbringt. Ja, wenn man darauf achtet, kann man da eigentlich schon sicher sein, dass es funktioniert. Naja, und die Wattzahl sollte man halt noch so ein bisschen beobachten. Ne? Und ja, da muss man ein bisschen rechnen. Das machen wir dann später nochmal. Jetzt erstmal zur Konstruktion, was ich dem Tom zusammengebaut habe. Ich habe ein Budget von 200 Euro gehabt und die Voraussetzung war gewesen, er möchte einen Laptop laden damit und auch mal ein bisschen Fernsehen gucken. Oder so Kleingeräte damit betreiben. 140 Euro von den 200 Euro sind für den 12 Volt 30 Ampere Stunden Lithium-Eisenphosphat-Akku draufgegangen. Den habe ich deswegen genommen, weil hier intern schon eine Ladeabschaltung eingebaut ist. Ne? Also die interne Elektronik, die schaltet hier drin den Akku ab, wenn der Akku voll ist. Und wenn er leer sein sollte, schaltet die den Akku auch ab. Ne? Deshalb konnte ich jetzt auch einen RMF-Charger ganz guten Gewissens ranbasteln, der keine Ladeabschaltung hat und spare mir dadurch den MPPT-Regler. So, und wieder dieselbe Frage. Warum nicht einfach einen stinknormalen MPPT-Regler? Meine Antwort wieder ganz einfach, weil das einzige Verfahren ist, wo die Akkus besser werden und mehr Kapazität bekommen, als draufsteht. So simpel ist es für mich, wer das einmal erlebt hat, der wird wahrscheinlich nie wieder irgendwas anderes benutzen. Und so habe ich es zum Beispiel geschafft, so einen 1200 mAh Nickel-Metallhydrid-Akku, der im Rückgabebehälter war, wo seine Kollegen wirklich komplett nieder waren, wo das mein Messgerät 600 mA angezeigt hat, also nur noch die Hälfte an Kapazität. Aber einige von den Zellen habe ich mit dem RMF auf sage und schreibe 1900 mAh bekommen. Das war schon ein guter Start. Ne? Habe ungefähr mit 200 mA die im Schnitt entladen, also auch mehr als ein Zehntel C. Ne? Und trotzdem haben sie so viel mehr Kapazität drin gehabt. Nur weil ich sie mit RMF-Charger geladen habe. Nächstes Beispiel. Solche Akkus hier, das sind Nickel-Cadmium-Akkus, ganz, ganz alte. 1300 mAh hat da eine. Und da hat das Messgerät sage und schreibe 2200 mAh angezeigt. Ja, mit 500 mA angefangen, waren am Ende noch bei 200 mA, was entladen wurde. Und damit haben sie ganze 2199 mAh geschafft, die kleinen 1300 mAh Nickel-Cadmium-Zellen. Und dem vertraue ich, da habe ich nochmal einen Test gemacht und habe sie mal mit einem halben C entladen, also mit 700 mAh habe ich die entladen und haben sie mal noch 1600 mAh gehalten. Der nächste Hammer, 1634 mAh rausgezogen aus einem Akku, der 1300 mAh hat, ein alter Nickel-Cadmium-Akku. Und das Tolle dabei ist, ich bin hier mit 7,5 Ohm Widerstand gefahren, das heißt, er hat am Anfang 1 Ampere hier rausgezogen. Jetzt am Ende, wo die Akkus jetzt noch, also ich habe 0,5 Volt Ladeschlussspannung eingestellt pro Akku, waren wir bei 3 Volt Ladeschlussspannung. Und da hat er am Ende dann bei 3,9 Volt immer noch 500 mA gezogen. Also, das ist schon eine Nummer, finde ich. Ne?
natürlich immer zwischendurch mit EMF-Charger geladen. Und selbst bei solchen neumodischen Akkus, ne, wo der Innenwiderstand sehr gering ist und die eigentlich alle möglichen Arten von Spannungen ganz, ganz gut aufnehmen, so habe ich den 30 Ampere-Stunden Akku auf 35 Ampere-Stunden gebracht. Und habe eine so gut, ich muss dazu sagen, ich habe eine im Mittel mit 500 mA entladen. Ich hatte meine Endstufe dran gehabt, da hat es mal so in Ampere gezogen, aber so mindestens 500 mA immer. Aber im Endeffekt hat das Messgerät dann über 35 Ampere-Stunden angezeigt. Ich habe das Ende dann gar nicht mehr mitgekriegt, das hat sich dann leider ausgeschalten. Aber als ich ins Bett gegangen bin, war es noch nicht komplett bei ihrer Abschaltung gewesen und hat schon 35 Ampere-Stunden gehabt. Jawohl. Das ist der einzige Grund, warum ich auf die REMF-Charger schwöre. Ich will, dass meine Batterie mindestens genauso bleibt. Ich meine, wahrscheinlich wird die auch irgendwann mal kaputt gehen. Nichts ist für die Ewigkeit, aber ich will es nicht unbedingt erleben. So, jetzt vielleicht noch ganz kurz, warum das so ist. Also meine Vermutung dazu oder auch die Vermutung von uns, von einigen. Es geht ja darum, dass der REMF-Charger einen negativen Spannungspuls während der Ladung immer im richtigen Takt mit auf die Batterie haut, während normale Ladegeräte eigentlich immer nur Plusstrompakete dahin schicken. Also normale Ladegeräte laden die eigentlich immer nur die Plusplatte auf und machen mit der Minusplatte gar nichts. Auf eine von den Platten sammelt sich ein Sauerstoff, auf die andere Seite sammelt sich der Wasserstoff. Ich bin mir jetzt nicht sicher, bei welcher Platte das ist, aber bei unserem bisherigen Ladeverfahren, so wie ich das bisher mitbekommen habe, wird nur eine Platte sozusagen behandelt, geladen, damit der Akku dann als geladen gilt. So, jetzt habe ich gehört, dass es da ganz neue Lithium-Eisen-Titanat-Akkus gibt, wo sich mal überlegt wurde, dass die ganze Zeit wurde praktisch an der Plusplatte geforscht. Und jetzt haben sich mal überlegt, du musst mal an der Minusplatte forschen und haben praktisch ein Material reingelegt, was eine 10-mal größere Oberfläche als vorher hat, und siehe da, es geht viel besser. So, und wenn ich jetzt den Rückschluss auf unser EMF-Charger-Verfahren nehme, der negative Hochspannungspulse in die Batterie mit zum richtigen Zeit reinbringt, dann weiß ich nicht, ist es vielleicht ja auch der Fall, dass wir die Minusplatte von der Kapazität her etwas vergrößern oder zumindest dem Sauerstoff oder dem Wasserstoff, je nachdem, was sich da auf der Minusplatte ansammelt, da unterstützend eingreifen, was wir mit anderen Ladeverfahren bisher nicht machen. Das könnte vielleicht die Erklärung für die Zusatzkapazität bei allen Arten von Akkus sein. Oder? Schreibt mal in die Comments, was ihr denkt, warum das so viel besser geht. So, hier so eine simple Schaltung nochmal im Überblick. Mehr ist da eigentlich nicht dazu, kann jedes Kind zusammenbasteln. Und nochmal, ich bin nicht der Erfinder davon, ich bin nur der Verteiler. Ich weiß nicht, ob Alexander Meissner oder wie er hieß, aus dem 18. Jahrhundert schon Bescheid wusste. Soweit wir das recherchieren konnten, ging es da so ein bisschen los mit dem selbstschwingenden Kreisen. Und dann über John Bedini aus Amerika hat dann René Reinders aus den Niederlanden 2012 diese Schaltung als Schaltplan hochgeladen, den dann der Libby aus Krimitschau gefunden hat und an mich weitergeleitet hat. So ist das gekommen. Ne? Dann ist ein 300 Watt Wechselrichter rangekommen. Das ist jetzt kein purer Wechselrichter, also kein purer Sinuswechselrichter. Das ist das Billigste, was ich so gefunden habe. Ich glaube, so 20 Euro hat er gekostet. Aber mit USB dran. Und mal gucken, ob da die 300 Watt dann auch wirklich rausbringt. Also ein Laptop direkt an dem Netzteil betreiben würde ich nicht. Ein Laptop laden, damit kann man. Und den Laptop dann vom eigenen Akku betreiben. Das funktioniert. Und wenn man aufs Touchpad verzichten kann, dann kann man auch direkt hier davon betreiben. So, und das Ganze wird jetzt befeuert von einem 30 Watt Solarpanel. Also so ein stinknormales, das hat 27 Euro gekostet und bringt laut Angaben 1,6 Ampere. In meiner Anordnung hier hinter Doppelscheibe und
Ach nee, hier ist keine Folie davor. Na, jedenfalls zwei Glasscheiben sind davor. Es ist Winter, die Sonne ist ziemlich weit weg. Habe ich hier maximal 800, 900 mA an der Spitze gemessen. So, jetzt habe ich, das ist aber REMF-Ladung. Und somit hat es jetzt ungefähr 2 Wochen gedauert in dieser Anordnung, bis ich den Akku von komplett leer auf 13,1, 13,2 Volt jetzt gebracht habe. 14,4 Volt ist er komplett voll, aber dazu müsste das Solarpanel komplett in die direkte Sonne, ohne irgendwelche anderen Scheiben davor. Ja, mal gucken, ob das Ding auch tut, was es soll. Okay, also 3/4 ist voll, müsste der Akku sein. Wenn der Akku komplett voll wäre und die 30 Ampere Stunden wirklich drin sind, dann könnte ich theoretisch eine 300 Watt eine Stunde lang rausziehen und mal gucken, wie lange das jetzt funktioniert. Ich habe hier mal ein bisschen Wasser drin. Wollen wir mal das anlassen, bis das Wasser kocht und mal schauen, wohin die Voltzahl sinkt. Okay, erstmal im Wechselrichter einschalten. Der läuft, das blinkt. Und mal gucken, ob die 300 Watt wirklich geliefert werden können. Ha, es sieht gut aus. Hier bricht es auf 12,6 Volt runter. Ja, da zieht er jetzt auch bei 300 Watt und 12 Volt. Sind schon ein paar Ampere, ne? 30 Ampere. 30 Ampere gehen jetzt durch diese Kabel hier. Sie werden lauwarm. Sie werden etwas lauwarm. Da sind sie natürlich voll an der Kotzgrenze mit 30 Ampere. Aber der Akku hält es wunderbar durch. Jawohl, der bricht nicht ein. Der macht seine Sache, so wie es draufsteht. Und hier ist eine Temperaturanzeige dran. Die geht jetzt auch langsam hoch. So, jetzt haben wir die 4. Minute. Jetzt geht es richtig los. Und er hält einwandfrei durch. Bei 12,3, 12,2 Volt sind wir noch. Und der macht seine Sache. Ich bin begeistert. Die 300 Watt, die hier draufstehen, die werden wirklich geliefert. Boah, das bin ich ja so gar nicht gewohnt von chinesischen Wechselrichtern. Krass. Okay. Also ich würde sagen, das funktioniert so, wie es soll. Ne? Eine Tasse Kaffee kann man sich warm machen mit einer 300 Watt Kochplatte oder einen kleinen Topf mit Nudeln, dafür müsste es reichen. Tja, und wenn wir solches Wetter haben, wie die letzten 2 Wochen gewesen ist, heute ist mal schönes Wetter, heute haben wir mal Sonne, aber die letzten 2 Wochen war es komplett bewölkt und da hat es schon 2 Wochen gedauert, ehe wir den auf die 13,1 Volt gebracht haben. Ne? Also es lädt auch mit geringem Licht, aber dann halt nicht so schnell, ist klar. Aber es funktioniert trotzdem. Wunderbar. Einwandfrei. Jawohl. Ah, jetzt sind wir hier schon überhand warm. Ah, heiß. Jetzt dauert es nur mal lang, dass es kocht. Ich denke, ja, so können wir das lassen. So kann ich euch das weitergeben. Wenn ihr genug Geld für so einen Akku habt, dann könnt ihr euch den kaufen. Ich hätte auch bei Alibaba direkt bei den Chinesen Lithium-Eisenphosphat-Akkus mehr kaufen können. Dann hätte ich wahrscheinlich für 140,90 Euro Amperestunden bekommen. Aber es hätte ein paar Monate gedauert. Und wie das dann mit dem Zoll ist, weiß ich auch nicht so richtig. Ich habe mich erstmal an deutsche Hersteller gewandt auf eBay. Und da gab es halt für 140 Euro diesen 12 Volt 30 Amperestunden Akku Lithium-Eisenphosphat. Gut. Nun denn, seid ihr erstmal im Bilde,
wie ich gerade eben 2021 eine Solaranlage basteln würde mit den Sachen, die es da momentan auf dem Markt gibt. Plus REMF-Charger halten. Also ein REMF-Charger, die Bauanleitung, die gibt es auch hier auf YouTube. Hier ist es einer mit einem Tipp 142C, 25 Volt, 2200 Mikrofarad, Kondi nochmal am Eingang und ich glaube, das hier ist ein 16 Ohm Vorwiderstand. Einen ziemlich geringen Vorwiderstand, damit wir auch bei so einem 12 Volt Solarpanel so viel wie es geht rausholen können. Okay, dann würde ich sagen, war es das erstmal. Macht's gut und bis später.